Hallo zusammen, ich habe heute einen Auftrag, eine Kühltruhe für Afrika. Als Komplettset, das geht von hier aus in einen Container und dann das Ganze nach Afrika. Hier gibt es einerseits, dass die Helfer vor Ort das anschließen können und was das überhaupt ist. Also ich habe hier eine Tiefkühltruhe. Die hat 220 Liter Inhalt, ist noch schön eingepackt. Das ist eine Sundancer-Truhe, die hat 51 Kilogramm. Wir sehen das hier auf dem Datenblatt. Wir stellen die hier in der Schweiz für Sundancer USA her. Ursprünglich ist das Gerät ein Gerät von Electrolux oder AEG, werden die auch verkauft. Es ist eine 12-Volt-Truhe, das heißt, die läuft mit 12 Volt. Direkt ab Batterie. Ich habe hier das Anschlusskabel Plus und Minus. Sie kann auch 24 Volt, aber das haben wir jetzt als 12 Volt ausgelegt. Und die Truhe hat 10 cm Isolation und braucht bei 32 Grad außen etwa 6 Wattstunden pro Stunde. Das mal 24 sind dann ca. 150 Wattstunden pro Stunde, die diese Truhe braucht, wenn man nichts runterkühlt. Aber wir gehen davon aus, sie sei zwar für Medikamente in einem Spital, aber da wird auch noch Ware runtergekühlt. Die Truhe verlinke ich euch am Schluss, wo ich nur die Truhe zeige. Dieser Anschluss hier, das ist Plus rot, schwarz ist Minus. Und wir haben hier eine Lithium-Batterie, 100 Ampere, schwarz kommt hier drauf, rot kommt hier drauf. Eine Sicherung haben wir vorne bei der Kühltruhe. Das ist unsere Standard 100 Ampere Lithium-Batterie ohne Bluetooth. Wir haben die schon ohne Bluetooth als Testobjekt, aber der richtige Kleber kommt nicht. Da mache ich euch sicher ein Video drüber. Verlinke ich euch am Schluss über die Batterie. Also die wird direkt auf die Batterie angeschlossen. Dann habe ich hier einen MPTT-Regler. Einfach nur auf die Basic reduziert. Ich habe hier auch wieder diese zwei Ringe. Rot und schwarz. Logischerweise schwarz wieder auf schwarz. Rot wieder auf rot. Wir haben eine Sicherung dazwischen. Plastiksack entfernen und das Teil bestens so stehen, irgendwo auf eine Metallplatte montieren. Das Teil gibt ein bisschen Wärme ab. Im Betrieb. Ich habe hier zwei Vago-Klemmen und ich habe hier zwei solche Kabel. Schwarze Kabel kommt hier auf schwarz. Hier rein, das Vago-Klemme aufmachen, hier reinschieben, Loch treffen, zumachen. Ja, es müsst richtig reinschieben, zumachen. Und dann habe ich auf der Seite einen MC4-Stecker. Und beim roten Kabel dasselbe, habe ich auch einen MC4-Stecker, aber ein anderer. Und jetzt gibt es 100 Watt. Solarzelle dazu. So eine Wehmer 100 Watt Solarzelle, nichts Besonderes. Davon gibt es zwei Stück. Die eine hier und die andere hier. Wir sehen auch hier den Preis, ist kein Geheimnis, die kosten 110 Franken, ist also ein normaler Standard, nichts Spezielles. Und hinten habe ich zwei Kabel dran, auch mit den MC4-Steckern. Und jetzt komme ich mit dem roten Kabel vom Regler, komme ich hier auf das rote Kabel. Passt auch. Mit dem schwarzen Kabel komme ich auf diese hier, aufs rote Kabel und mit dem schwarzen Kabel auf dem Regler auf schwarze Kabel. Und diese zwei Kabel sind jetzt hier 5 Meter. Angeblich müsste das reichen,
wird so vom Dach runtergeführt. Also das heißt, ich habe hier zwei Panels, 100 Watt. In der afrikanischen Sonne bringen diese Panels vielleicht 150 Watt, 160 Watt. Wenn sie gut ausgerichtet sind, dann werden sie wieder staubig, dann bringen sie nur noch 120 Watt zusammen. Das ist realistisch gesehen, weil da unten putzt keiner, reinigt keiner und so weiter. Wir haben vorher gesagt, die Truhe bei 32 Grad außen, bei 10 cm dicker Isolation, braucht etwa 160 Watt. Das heißt, mit diesen zwei Panels kriegen wir den Strom in einer Stunde Sonne rein. Sie bringt mehr, das ist schon so. Weil wir wissen, nachher kommt der Herr Doktor und sagt, ich hätte noch gerne eine Operationslampe oder wir haben noch ein Ladegerät für ein Handy und so weiter. Ich hätte sogar noch stärker ausgelegt, aber die Hilfsorganisation sagt, wir wollen das autonom, da kommt nichts. Und dann kommt der Doktor, hat eine Fete, nimmt eine Kiste Bier oder sowas, ich weiß nicht, was er organisieren kann. Die kommt ja klar aus dem Chip. In der Sahara oder wo das genau ist, nee, in Kamerun, das ist noch weiter unten. Er hat dann die Kiste Bier, nehmen wir an, das sind 10 Liter Bier mit ein bisschen Verpackung, sind das gute 10 Kilo. Die will er dann von 30 Grad runterkühlen auf 5 Grad. Es hat ja dann nicht 30, vielleicht auch 35 Grad, er will sie 30 Grad runterkühlen. 10 Kilo Bier oder Wasser. Für das brauche ich zusätzlich 300 Watt Solarleistung. Das heißt, um das runterzukühlen, muss diese Anlage nochmals etwa 2 Stunden arbeiten. Also nochmals 2 Stunden Sonne. Nachts haben wir den Speicher, ist wirklich schlicht einfache Lithiumbatterie, 618 Schweizer Franken. Wir gehen hier zum Angebot. Die Truhe, das ist das teuerste, was wir haben im Sortiment. Die kostet 1020, aber wenn ich hier eine günstige Truhe nehme, die nicht so dick isoliert ist, brauche ich einfach eine doppelt so große Solaranlage, ich brauche eine doppelt so große Batterie. Und dann haben wir ja das Problem auch wieder gegessen. Ich habe eine 100 Ampere Lithium-Batterie, die kostet hier ohne Bluetooth 618. Da mache ich auch ein Video dazu. Ich habe diesen Solarregler, einfach nichts zum Verstellen, einfach schlicht, basic, nichts dran. Der liegt bei 82 Franken. Und dann habe ich zwei Solarpanel an den 110. 113, also da steht der falsche Preis drauf bei mir. Dann die kosten jetzt 113. Das wären dann 226 Schweizer Franken hier so bestätigt. Und das Kabel ist beim Set dazu. Punkt. Das alles zusammen kostet 1946 Schweizer Franken. Batterie, eine 200 Liter Truhe. Die Solarpanelkabel und Regler, dann habe ich ein autonomes Set. Früher hatten wir das Problem, dass die Bleibatterien nicht so lange hielten. Wenn die Bleibatterie tot war, ist die Kühltruhe warm geworden. Auch aus diesem Grund viel Isolation und große Masse in die Kühltruhe rein. Wenn die Batterie mal schlecht ist oder der Herr Doktor mit 20 Liter Bier kommt, weil er gerade eine Fete hat, und dann habe ich Masse und Speicher in einer großen Truhe. Und der Platz ist in Afrika kein Problem, dass ich da auf die Größe der Truhe achten muss. Und wie schon gesagt, unsere B46S, die beste Kühlbox, die wir haben, oder auch weit rundherum, die braucht das doppelte Strom, was diese 200 Liter Truhe braucht. Ohne frische Ware dazu. Aber ich kann natürlich in einer 46 Liter Truhe auch 10 Liter Bier einfüllen. Es muss nicht immer Bier sein, ist natürlich logisch, weil für viele Deutsche jetzt mit Fußball ist ja das Bier üblich und warmes Bier ist ja nicht schön.
Also das ist ein komplettes Set von der Solaranlage. Hier verlinke ich euch nur die Truhe. Standard ist das dann aber ohne diese Ringösen, nur die Standardtruhe. Und hier vielleicht späteren Zeitpunkt noch nicht zu veröffentlichen. Die neue Batterie, wir hatten gestern Besuch, vorgestern Besuch von unserem chinesischen Lieferanten. Wir kriegen die neue Batterie ohne Bluetooth, ohne Smartphone. Einfach nur basic. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.